Ich bin geboren in Litauen im Jahre 20. Oktober 1919. Mein Abitur habe ich beendet im Jahre 1937. Im Jahre 1938 habe ich Wilna verlassen, Litauen verlassen. Ich bin gefahren nach der Schweiz. Dort habe ich eine Familie gehabt. Ich war dort ungefähr ein halbes Jahr. Ich sollte dort eigentlich bleiben, aber es ist nicht durchgegangen, die Sache. Bin ich um verschiedene Reden, bin ich im Februar 1939 gezogen nach Holland. Im Mai 1940 sind die Deutschen eingedrungen in Holland und haben das erobert. Das heißt, ich war unter dem deutschen Regime 5 Jahre lang. Aber was? Ich habe den Krieg glatt mitgemacht. Warum? Ich habe gelebt die 5 Jahre mit falschen Papieren, falschen Ausweis. Und das habe ich bekommen von der holländischen Untergrunde, ja. Und so habe ich, der holländische Untergrund hat mir alles für mich gesorgt. Und somit bin ich den ganzen Krieg rein durchgekommen. Der Krieg ist beendet im Mai 1945. Ich bin hier gekommen im Dezember 1945. Ich habe alle Jahre gelebt am Karmel in Haifa. Ich wollte studieren, elektrischer Ingenieur. Das ist mir aber nicht gelungen, weil ich habe nicht können finanzieren, die ganze Sache. Habe ich begonnen, abends zu lernen, Buchhaltung. Und dann habe ich weiter Fortschritte gemacht und ich habe begonnen, Accountancy zu lernen. Ja? Und ich habe gearbeitet alle Jahre in Accountancy-Büro. Hier bin ich jetzt 2 Jahre. Ich bin schon 15 Jahre Witwe. Ja? Ich bin in diesem Haus sehr zufrieden. Ich bekomme alles, was ich brauche, was nicht notwendig ist. Alles wird mir besorgt. Und ich bin sehr zufrieden hier. Ich bin jetzt 2 Jahre hier.